da seid, dass man dieser Regen und der Sonne und dass ihr noch keinen Sonnenstich habt oder völlig aufgeweicht seid. Es ist klar, du. Sehen wir uns morgen wieder. 14 Uhr geht's los, morgen hier auf der Bühne wieder mit tollen Künstlern, wir haben es vorhin schon gesagt. Aber das Ganze hier hätte heute so nicht funktionieren können. Aber ganz kurz noch ein Dankeschön an das ganze Team von Ton, von Licht, von der Orga, von allen, die uns hinter der Bühne betreuen, wovon ihr gar nichts mitkriegt. Genau, ich finde, das ist mein... So, aber es gilt natürlich auch Danke zu sagen. Zwei Menschen, also wirklich. The hardest working people on stage tonight. Wirklich. Ich freue mich immer so, wenn ihr da seid und ihr das übersetzt. Eigentlich den Müll übersetzt, den wir den ganzen Tag hier auf der Bühne ist nicht nehmen. Der beste Job der Welt, in diesem Fall jetzt ja, konkret, genau. Aber naja. Aber das gerade eben mit den Weather Girls hat schon Spaß gemacht, oder? Ja, hat sehr Spaß gemacht. Alles klar. Also ich würde sagen, wir geben einen hohen Applaus für unsere beiden Doktor-Werden-Dolmetscher, Tanja und Marco. Dankeschön. Und dann möchte ich mich ganz besonders heute bedanken bei der Frau, die mich heute so fürsorglich an die Hand genommen hat und mir gezeigt hat, wie geil einfach der CSD hier in München ist. Und du hattest ja einfach ein bisschen mehr Erfahrung. Man hat es gemerkt, man nicht hat es gemerkt, dass du ja. mehr Erfahrung hast auf dieser Bühne. Große Schuhe, das passt an. Herzlichen Dank und einen großen Applaus an die wunderbare und fantastische Ela Querfeld. Vielen Dank. Und ich glaube, wir sind alle einer Meinung, wenn ich sage, dass Annie hier ihre Premiere nicht nur ganz okay gemacht hat, sondern mit Bravour hier bestanden hat. Vielen Dank, dass du diesen Tag hier so schon besonders für uns gemacht hast. Also Applaus für Annie Heger! Dankeschön! Ich freue mich auf morgen! Und zu vorguter Letzt sozusagen möchten wir uns bei euch bedanken. Denn was ihr hier heute geleistet habt, und zwar nochmal bezogen auf das wunderbare Wetter, was uns nicht zu 100% gnädig war, aber ich würde sagen zu 85%. Danke an euch, dass ihr uns den ganzen Tag begleitet habt, geschrien habt, applaudiert habt, alles, ihr habt uns alles gegeben, was ihr hattet. Danke an euch und einen großen Applaus für euch. Dankeschön. Dankeschön. Die Wagen überhaupt, an die ganze Community. Ihr macht diese Stadt stark. Danke, dass ihr heute hier auf dem Platz seid. Dankeschön. Und zu guter Letzt bleibt es nur noch eins zu sagen. Danke an die Stadt München, dass auch sie bunt ist, dass auch sie uns vielfältig sein lässt, uns tolerant sein lässt und das hier feiern lässt, hier auf dem Marienplatz. Und unser Motto, ihr wisst es, ist... Bunt ist das neue Weiß-Blau. Und ja, was bleibt uns jetzt noch zu sagen, außer das Rathaus wird gleich bunt. Wird in den Regenbogenfahnen erstrahlen. Das und optische Highlight nach uns heute Abend. Nach uns, das ist ganz wichtig. So, und ich würde sagen, wir sind bereit für den großen Countdown, okay? Seht euch alle mal noch da. Genau, wir schauen alle mal Richtung Rathaus und wir zählen. Genau, zückt schon mal die Handys. Genau. Wir zählen gemeinsam runter. Ab geht's. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ciao. Happy Pride. Happy Pride.